Einen wunderschönen guten Tag. Zu einem etwas anderen Video von uns. Lach- und Sachgeschichten mit Fred und Fritte auf Kreuzfahrt. Wenn ihr uns schon kennt, ne, ihr verfolgt uns ja bestimmt schon was länger. Wir haben natürlich immer irgendwas, was so ein bisschen aus dem Rahmen fällt auf Kreuzfahrten. Sei es ein Umzug in den Kabinen, sei es eine Umroutung, die wir auf unserer Tour dann haben. Aber ja, es gibt immer irgendwas, was anfällt. Und ja, deshalb haben wir euch jetzt mal was mitgebracht. Wir haben nämlich abgefragt schon, wollt ihr das hören? Und die meisten haben darum gebeten. Deswegen starten wir jetzt mit Highlight Nummer 1. Genau. Und das Ganze hat sich im Mai 2021 zugetragen. Wir waren auf den Kanaren unterwegs. Ja, es ist schon, es war Aktenzeichen Badehose. Badehose ist schon ein gutes Stichwort. Also wir waren rund um die Kanaren unterwegs mit AIDA Perla und hatten einen Ausflug gebucht zum Kreuzfahrtstrand mit den Fahrrädern. Also wir haben den Strand so genannt, den Kreuzfahrtstrand. Wir nennen ihn jetzt mal Kreuzfahrtstrand, weil zu der damaligen Zeit, da fuhren ja noch nicht alle Schiffe wieder und ja, da lagen dann sehr viele Schiffe von verschiedenen Reedereien dort vor Anker, weil es natürlich rund um die Kanaren immer ein beständiges, gutes Wetter war und das so für die Crew und auch fürs Schiff natürlich recht angenehm dort war. Wir sind, und wie gesagt, die Liegeplätze auch günstig. Günstig, waren, ne? Ja, die lagen halt draußen vor Anker. Und da wir nur einen Ausflug in der Blase machen durften und wir ja von einem vorigen Happening, das kommt aber am Ende. Kommt am Ende, da ist ja noch was ganz anderes passiert. Aber worauf wir hinaus wollten, wir waren am Strand, was macht man da? Man geht natürlich auch ins Wasser. Man nimmt seine Badesachen mit, man fährt aber natürlich danach wieder mit dem Fahrrad weiter. Das heißt, man packt auch alles wieder schön in den Rucksack, also Handtuch eingerollt, Badesachen drin, alles in den Rucksack gepackt. Man kommt dann am Schiff an und denkt sich, ja, jetzt schüttel ich mal das Handtuch aus, ist ja noch Sand dran. Macht man natürlich, ne? Muss man dazu sagen, wir hatten eine Veranda. Komfort, auf Deck 10, auf der AIDA Perla. Hyperion-Klasse, Gott sei Dank. Zum Glück, genau. Weil, was ist passiert? Fred nimmt das Handtuch, denkt nicht dran, schüttelt aus und natürlich war noch die Badehose drin. Gott sei Dank, wie Fred schon sagt, war es die Hyperion-Klasse. Nicht die Sphinx-Klasse. Das heißt, das Schiff ist natürlich nicht da zu Ende, sondern es hat noch ein paar Decks, ein paar Außendecks, die dann da noch entlang führen. Gott sei Dank war es Deck 10, ne? Genau, und dann ist meine Badehose bei den Leuten unten runter. Deck 8 ist es dann bei den Lanai-Kabinen, jetzt Junior-Suiten genannt, oben aufs Dach gefallen. Da mussten wir jemanden von den Kabinen-Stewards quasi anfragen. Weil die Rezeption konnte uns nicht sagen, welche Kabinennummer. Also es ist nicht so einfach, dass dieselbe Kabinennummer dann zwei Decks drunter weil die Kabinen sind ja ein bisschen versetzt dann da. Und dann mussten wir dann jemanden fragen, der dann in die Kabine reingegangen ist und meine Badehose dann da vom Dach gefischt hat. Ja, die Rettungsaktion, ne? Habe ich auch festgehalten natürlich. Seht ihr auch nochmal in den Vlogs, also schaut auf unserem Kanal vorbei. Aber auf jeden Fall eine lustige Geschichte. Badehose war safe, Gott sei Dank. Ne? Ja. Sonst hätte Fred nämlich die restliche Tour ohne Badehose auskommen müssen. Nein, ich hatte ja noch eine zweite dabei. Ja, das weiß ich nicht mehr. Ja, die zweite Geschichte ist eine, die haben wir wirklich schon sehr oft angerissen. Ist jetzt mittlerweile auch schon wie viele Jahre her? Oh, jetzt muss ich rechnen. Jetzt hast du 25 Jahre, ja, genau. Es war nämlich meine erste Kreuzfahrt. Müssen wir mal gucken, ob wir davon noch Videomaterial finden. Ja, aber doch, wir haben noch das Video, das haben wir nämlich überspielt. Den alten AIDA-Reisefilm haben wir mal aufgenommen, aber noch von VHS-Kassette. Ja, aber Fred war nicht dabei. Nee, da kannten wir uns noch nicht. Aber das Trauma, ich habe es überwunden, sagen wir mal so. Weil es war wirklich ein Trauma, denn, das habe ich schon mal angedeutet, ich hätte fast das Schiff verpasst. Und wenn dieser Vorfall heutzutage stattfindet,
dann wird man halt nicht mehr auf dem Schiff mitgenommen. Genau. Also ich war 9 Jahre alt, nur ein bisschen jünger als jetzt, ne? Und ja, ich war mit meinen Eltern, meinem Bruder auf der ersten Kreuzfahrt überhaupt. Mit, damals hieß es nur AIDA, die ehemalige, muss man auch dazu sagen, AIDA Cara. Wir haben eine Kreuzfahrt im östlichen Mittelmeer, 2 Wochen in den Herbstferien gemacht. Und alles lief gut. Also die ersten 13 Tage lief es gut. Jetzt muss ich dazu sagen, ich wollte damals eigentlich schon den Radausflug auch mit lieber machen, aber ich war einfach von der Größe her, ne? Also, nicht, ne? Viel größer als jetzt, kleiner. Nicht das Alter, sondern die Größe. Für die Räder damals, die Mountainbikes, war ich jetzt nicht groß genug, ne? Also von der Länge. So. Dann haben mein Vater und ich haben einen Rollerausflug auf der Insel. Es war der letzte Stopp, bevor wir wieder zurück zum Ausgangspunkt Antalya gefahren sind, also am nächsten Tag und von da zurückgeflogen sind. Und das war der letzte Stopp, Kusadasi. Wird ja mittlerweile auch wieder in den Routen aufgenommen. Und ja, dann haben wir uns dazu entschlossen, vor Ort so ein, ja, wie so eine Vespa zu leihen und über die Insel zu fahren. Wir hatten meine Mutter und mein Bruder einen Fahrradausflug geführt von AIDA gemacht haben. Haben wir auch zwischendrin getroffen, alles wunderbar. Ja, und dann war es so, wir sind da über die Insel gebrettert, haben dann gesagt, auch komm, ne, hier, wir nehmen schön das Flair noch mit und fahren, nutzen den Tag. Dann habe ich aber irgendwann gesagt, nee, heute fahren wir früher ab. Nämlich nicht wie gewohnt um 17, 18 Uhr, sondern um 16 Uhr. Ja, mein Vater wollte es mir nicht glauben, hat gesagt, nee, wir haben noch Zeit, er muss noch hier zum türkischen Friseur, das ist immer gut. Ja, wir dann dahin. Ich war unruhig, weil, wie gesagt, ne, ich hatte 16 Uhr im Kopf und was war? Wir kamen da aus diesem Friseurladen raus, fußläufig zum Hafen dann. Ja, und sind dann da zum Hafen zurück und dann stand man an dieser Kaimauer, wo eigentlich das Schiff stand. Das Schiff war nicht mehr da und ich habe nur so in, ja, 500 Meter bis 1 Kilometer Entfernung habe ich dann die AIDA auslaufen sehen und dachte mir nur so, ja, wie komme ich jetzt nach Hause? Wie komme ich in die Schule? Genau, wie komme ich in die Schule? Was geht hier gerade vor sich? Wir hatten keine Pässe, nichts dabei. Ja, zum Glück war es so, dass mehrere Leute irgendwie an dem Tag nicht darauf geachtet haben, wann das Schiff ablegt. Und deswegen, der Schlepper war schon zurück im Hafen, stand da. Da haben wir den da angesprochen und gesagt, ne, gibt es eine Möglichkeit, wir müssen da auf das Schiff. Also wie gesagt, heutzutage wäre das nicht mehr möglich. Der hat aber damals dann gesagt, hier, kommt an Bord. Und jetzt muss man sich vorstellen, wie in so einem Film. Auf hoher See übergesetzt. Hinter der AIDA her, auf hoher See übergesetzt. Ja, und dann konnten wir Gott sei Dank umsteigen. Meine Mutter war nur ein bisschen nervös, muss man dazu sagen. Und der Knaller an der ganzen Geschichte war noch, die Leute werden ja eigentlich immer auf dem Schiff ausgerufen. Vielleicht hat das von euch schon mal einer mitbekommen, wenn Leute, Passagiere fehlen, ne? Aber heutzutage gibt es ja auch Passfotos auf den Karten. Ja, also wenn die eingescannt werden, ne? Dann macht man ja Bilder. Früher gab es das nicht. Und ich hatte die Karte mit meinem Bruder gewechselt und deswegen wurde nicht ich ausgerufen, sondern mein Bruder. Der war natürlich an Bord und hat sich gedacht, was ist jetzt hier los? Ich bin noch da. Ja, aber es hätte noch mal gut gegangen, ne? Aber ich kann euch nur empfehlen, guckt immer schön wann alle Mann an Bord ist. Das ist also eine der wichtigsten Zeiten, die ihr so in der AIDA heute lest. Also immer beachten. Sonst kann das sehr arg schief gehen. Ja, und dann heutzutage werden die Koffer von Bord genommen. Ne? Ihr kriegt den Reisepass bei der Hafenbehörde, Unterlagen, und dann könnt ihr sehen, wie er weiter oder wohin kommt.
Also es war Glück im Unglück. Ich habe das Trauma überwunden. Ich fahre weiterhin, ne, wie man sieht. Ja. Ja, das nächste Ereignis ist Ende 2019 passiert. Das war, das war nämlich ein Ereignis, wo wir gesagt haben, boah, da wollen wir unbedingt mal dabei sein, wenn ein Kreuzfahrtschiff getauft wird. Es war kein neues Kreuzfahrtschiff, sondern ein was umgebaut wurde. Es war die damalige AIDA Mira, die hat ja mittlerweile auch schon die AIDA-Flotte verlassen. Die wurde ja übernommen damals und wurde dann aufwendig ja, 3 Wochen lang umgebaut. Während dieser Umbauzeit gab es aber wohl einige Probleme, sehr viel Regen, dass dann quasi die Außenbereiche nicht komplett fertiggestellt werden konnten in der Werft. Und dann waren wir aber schon alle auf Mallorca angereist. Presse. Ich muss dazu sagen, extra, ne, wir haben uns vorgenommen, das müssen wir jetzt hier auch mal betonen, zu Freds Geburtstag, genau, im Dezember haben wir uns vorgenommen. Wir wären an seinem Geburtstag in Barcelona gewesen. Wo ich es bisher noch nie hingeschafft habe. Also mal schauen, wann das passiert, aber ja. Das fällt immer aus, wenn wir das planen, denn jetzt kommt der Knüller. Genau, AIDA Mira war, wie gesagt, noch nicht wirklich so weit aus oder fertiggestellt in einigen Bereichen, dass dann ja eine gute Fahrt hätte machen können, aber die Taufe hat schon stattgefunden, also der ganze Ablauf war schon durch. Der Taufzeremonie, ne? Die Franziska Knuppe, die hat das Schiff getauft. Genau. Und ja, es sah ziemlich lustig aus, der Kapitän, der ein bisschen kleiner nur war. Wir haben uns allerdings schon an dem Abend gewundert, es war eine sehr ausgelassene Stimmung. Ja. Und der Kapitän hat mit uns noch gegen 4 Uhr, würde ich mal sagen. War noch sehr aktiv unterwegs. Also da hätte man vielleicht schon mal ja, ein bisschen was aufschnappen können, dass es dann am nächsten Tag nicht unbedingt losgeht. Ja, da zeichnete es sich schon so langsam ab. Ja, und der hat noch schön mit uns angestoßen. Genau. Und dann habe ich schon zu Fred gesagt, irgendwas ist hier faul. Ja, und am nächsten Tag war es so, die Sicherheitseinweisung, wo man noch mit der Weste erscheinen musste. Die verschob sich schon nach hinten. Genau, war immer später. Wir saßen dann irgendwann wir hätten, glaube ich, ablegen sollen um 1:30, glaube ich, wäre es gewesen. Nee, ich meine 12 sogar, wäre es 12:30 gewesen. Und dann haben wir haben es nicht beirren lassen, haben gesagt, komm, wir gehen das Schiff erkunden, gucken uns noch was an, haben uns in eine Bar gesetzt, haben Kaffee getrunken. Ja. Und um 3 Uhr kam dann die Durchsage, ja, dass die Reise, die Taufreise, leider abgesagt werden muss. Ja. Und wir nicht sämtliche Stationen anlaufen, also darunter Barcelona. In Frankreich war noch, ich glaube, es war ja, Marseille, ne, ja, war dabei oder wäre dabei gewesen. Und ja, was wir aber jetzt, also es haben sich viele aufgeregt, die erste Tour danach, offiziell wäre ja nach Afrika gegangen. Genau, nach Südafrika runter, da haben natürlich, waren natürlich einige schon an Bord, die dann dahin gefahren wären. Für die wurden dann Rückflüge gebucht, es wurden ja alle Kosten natürlich rückerstattet. Man konnte sogar die Zeit, also wir konnten, das war eine 4-Tages-Reise wäre es ja gewesen, konnten wir also noch auf dem Schiff bleiben, haben trotzdem das Geld zurückerstattet bekommen, mussten dann quasi nur unsere Getränke an Bord bezahlen. Das haben wir dann auch genutzt. Die ganze Zeit vor Ort haben die Anreise bezahlt bekommen und haben dann zwar... Ja, Freds Geburtstag nicht in Barcelona gefeiert. Aber auf Mallorca, was im Dezember natürlich auch noch von der Temperatur ein bisschen besser ist, als in Deutschland zu sein. Also von daher fanden wir es jetzt nicht schlimm. Alle an Bord haben sich auch total bemüht und wirklich, ja, es war für uns, wir hatten Gott sei Dank eine Kabine erwischt, die schon recht weit war, recht gut fertig war. Von daher hat es uns jetzt nicht so getroffen. Und wir haben das Beste draus gemacht. Genau, wie immer. Und wir fanden, das war so ein Highlight mit, woran wir uns immer wieder erinnern. Ja. Und wenn man jetzt sieht, das Schiff ist schon gar nicht mehr in der Flotte bei AIDA. Deswegen war das schon gut, dass wir das erlebt haben. Auf jeden Fall. Ne? Ja, unser letztes Highlight. Ob es ein Highlight ist, wissen wir noch nicht. Aber bleibt auf jeden Fall auch immer bei uns im
im Kopf, war auch eine Reise, die wir während der Corona-Pandemie gemacht haben. War auch 2021 über Frittes Geburtstag dieses Mal. Ja, es spielen immer Geburtstage eine Rolle, ne? Im Februar, da waren wir mit Freunden, da AIDA damals nicht fuhr, waren wir mit Freunden auf der Mein Schiff 2 unterwegs, auch rund um die Kanaren. Es war ja da auch die Situation, dass man nur geführte Ausflüge, also in dieser sogenannten Bubble, machen konnte. Das haben wir dann auch gemacht. War ein Scooterausflug, ein Fahrradausflug und Sachen haben wir gemacht, aber auch ein Ausflug, wo man mit dem Bus hinfahren musste. Es war nämlich dann zur La Palma war das. Mhm. Und wir haben vorher noch schön betont, ne, auf Fuerteventura. Wir sind auf Fuerteventura mit dem Fahrrad unterwegs, nicht mit dem Bus. Ja, warum das dann letztendlich, diese Aussage werde ich immer im Kopf behalten, weil La Palma, wie gesagt, wir mit dem Bus darum getingelt, haben da zu einer Bodega war das, genau, ne? Und zum Vulkan, Wein und Vulkan hieß nämlich der Ausflug. Hört sich ja erstmal super an. War an sich auch gut. War ein guter, ne? Ausflug, ja. Ja, nur was sich dann zugetragen hat, man musste noch vor der Rückreise, musste man einen an Bord von der Mein Schiff 2, musste man einen Schnelltest machen. Und den hat man 2 Tage vor Abreise gemacht. Und ja, wir haben das dann gemacht. Man wurde so eingeteilt in die verschiedenen Gruppen, haben das gemacht. Und wenn man ausgerufen wurde, dann war irgendwas. Ja. So, das fand dann an dem Abend aber nicht statt. Genau, bei uns war somit dann alles gut. Wir haben uns dann mit den Freunden, mit denen wir unterwegs waren, haben uns dann am nächsten Tag, das war ein Seetag, haben wir uns dann verabredet. Wir gehen zusammen frühstücken hinten im Diamanten. Das war natürlich nochmal so ein Highlight der Tour. Und haben uns darauf gefreut, wollten auch gerade los und dann klingelte auf einmal das Telefon. Und Fred geht ran. Der Schiffsarzt war dran. Ich stand auf dem Balkon, habe noch eine Story für Instagram eingesprochen. Komm rein und dann guckt Fred mich an, hängt den Hörer auf und sagt zu mir, ja, wir können nicht raus. Ich so zu ihm, wie, wir können nicht raus. Ja, wir mussten dann quasi erstmal in Kabinenquarantäne, weil wir auf dem Ausflug, da wurden nämlich die ganzen Abstandsregelungen wohl nicht so konsequent eingehalten, saßen wir dann hinter Personen, die dann vor Ort bei dem Schnelltest positiv getestet wurden. Und es hieß dann erstmal am Telefon, wie du gesagt hast, es wird noch gecheckt, ne? Ob wir wirklich Kontaktpersonen waren. Mir ist alles aus dem Gesicht gefallen, weil ich hatte mich da schön gesehen beim Frühstück, letzter Seetag, ne? Und ja, dann standen wir da in der Kabine, konnten nicht raus, konnten unsere Freunde nicht informieren. Dann kam irgendwann, ich glaube nach einer Stunde, nachdem wir uns verabredet haben, haben unsere Freunde geklopft und gefragt, was ist denn los? Warum wir denn so unpünktlich wären, was denn los ist? Ja, und da mussten wir denen das dann auch mitteilen. Die waren im Bus eine Reihe hinter uns, waren nicht betroffen. Das Gott sei Dank, war auch der Knaller. Ja, auch etwas kurios, aber war dann zu deren Glück war es dann so. Ja, ja, wir mussten dann in Quarantäne. Auf das Frühstück in der Kabine haben wir erstmal, ich glaube, 4 Stunden gewartet. Ja, hat sehr lange gedauert, ja. Dann mussten wir in die sogenannte Orange Zone auf dem Schiff. Umziehen, genau. Das war ein separater Bereich, wo dann quasi alle, die in Quarantäne waren, dann umgesiedelt wurden. Und dann haben wir da den Seetag verbracht und wurden am nächsten Tag dann alle ausgeschifft, aber konnten natürlich leider nicht nach Hause fliegen, sondern wurden dann in Quarantänehotels vor Ort gebracht. Ja, wir, also man muss dazu sagen, wir haben uns dann irgendwann versucht in der Gruppe, also schon als wir noch am Schiff in Quarantäne waren, weil wir alle nebeneinander in Balkonkabinen Gott sei Dank waren und zu konstruieren, weil wir keine Info erst bekommen haben. Woher und wo die genau, welche Ausflüge, weil das wussten wir erst alles nicht. Ja, und dann haben wir das so nach und nach rausgefunden und uns hat es dann Gott sei Dank, muss man sagen, gut getroffen,
Denn die, ja, 12 Tage, die wir dann wirklich im Quarantänehotel verbringen mussten, unser Hotel war direkt am Las Canteras-Strand hinten. Auf Gran Canaria, genau. Wir hatten also Meerblick, wir hatten das Meeresrauschen. Klar war das Zimmer etwas klein, aber auch da haben wir das Beste draus gemacht. Wir haben quasi einen Marathon sind wir gelaufen, also bestimmte Anzahl von Schritten jeden Tag, damit wir uns ein bisschen bewegt haben. Ja, aber man hat ja nur Essen bekommen. Und ne? Die sogenannten Quarantänespiele, da gibt es auch noch Videos zu. Schaut doch mal auf unseren Kanälen vorbei, Instagram. Edwin van Kassel. Genau. Also schaut auf jeden Fall mal vorbei. War auf jeden Fall, ja, also im Endeffekt trotzdem eine sehr lustige Geschichte. Und also man muss, was wir damit sagen möchten, wenn ihr mal irgendwie sowas habt, man muss immer das Beste draus machen. Genau. Das, ne, klar, das sagt es immer leichter als dann, ne, in der Situation. Wir haben auch erst gesagt, boah, ne, Mist und keine Ahnung. Gott sei Dank, wir hatten nichts. Ja. Ne? Wir, bei uns war alles gesundheitlich alles gut. Da waren wir auch froh drüber. Ja. Ne? Klar, es ist halt nicht toll, wenn man dann 12 Tage da nicht raus kann. Aber man muss wirklich sagen, wir haben das Beste draus gemacht. Und die Zeit, da denke ich auch irgendwie immer dran zurück. Und man hat dann geschätzt, ne, als man wieder in Freiheit war und wir noch 2 Nächte vor Ort, glaube ich, hatten, bevor wir zurückgeflogen sind. Das haben wir nochmal richtig genossen in unserer zweiten Heimat. Und war ein Erlebnis. Wir haben auch dieses Trauma überwunden. Und fahren trotzdem weiter Kreuzfahrt. Und machen immer weiter Videos für euch. Wir hoffen, dass wir euch damit ein bisschen unterhalten können. So wie die mit den lustigen Storys, die wir euch jetzt hier mal über uns erzählt haben. Haben wir, wie gesagt, viele von euch nachgefragt. Wir haben noch ein paar mehr, ne? Lasst uns auch nochmal in den Kommentaren wissen, was so eure lustigsten oder einprägendsten oder Storys sind, die bei euch immer im Kopf bleiben, rund um die Kreuzfahrt. Schreibt mal gerne in die Kommentare. Und nicht vergessen zu abonnieren, weil das machen auch einige von euch noch nicht. Ja, warum, wissen wir nicht, ne? Aber wir haben auch gesagt, wir wollen dieses Video auch drehen, damit unser Nachwuchs dann auch sagen kann, das haben Mama und Papa erlebt, ne? Die Verrückten. Nee, aber in diesem Sinne, wir hoffen, euch hat es auch ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Genau. Und wir freuen uns. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Ja. Auf weitere Geschichten. Schauen wir mal. Was wird? Schauen wir mal, was wird. Was wird. Was da noch passiert. Genau. Ne? Was wir noch erleben, das kommt dann im nächsten Video. Art. Genau. Bis dahin, viel Spaß beim Buchen. Gerne über unsere Links. Danke fürs Zuschauen und bis demnächst. Ciao, ciao. Tschüss.